Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um neuen Rasen anlegen. Wie ihr hier sehen könnt, das ist Rollrasen. Den konnte ich umsonst abholen. Der war übrig bei in einem anderen Haushalt. Und den will ich hier jetzt verarbeiten. Dazu muss ich natürlich, zeige ich euch kurz, diesen alten Rasen abtragen. Der sieht auch nicht mehr gut aus, sieht man schon. Hier total vermoost, da ist nicht mehr viel mit Rasen. Um das relativ einfach wegzukriegen, hilft es, wenn man das mit dem Spaten ansticht. So wie man das hier jetzt sehen kann, einmal längs und dann immer mal so quer. Dann kann man unter die Grasnarbe, wie hier, das kann man schon sehen, mit dem Spaten unter die Grasnarbe gehen und kann das super abheben. Das könnt ihr alles sammeln, das wird später super Mutterboden. Das gammelt ganz gut weg, also da muss man sich nicht viel Stress machen. Ja, dann seht ihr schon, hier ist jetzt alles noch ein bisschen Chaos, rauf und runter, also der Boden ist nicht eben. Das wird dann, wenn der ganze Rasen abgetragen ist, wird das Ganze erst einmal grob abgehakt, ein bisschen angeglichen, also die Bodenunterschiede, das muss schon sein, sonst hat man hinterher riesen Huckel in dem Rasen und das will auch keiner. Und wenn das passiert ist, wird ja eigentlich geplättet, der Rasen. Dazu gibt es so Walzen. Wer natürlich keine hat, was selten der Fall ist, der kann sich eine leihen, der sollte aber daran denken, dass die Grotten schwer sind. Alternativ gibt es so Plätter, das sind so viereckige Teile aus Eisen. Damit kann man den Rasen auch plätten, platt treten, drücken quasi. Das zeige ich euch aber noch im zweiten Teil, wenn ich weitermache morgen. Und danach wird der Rasen nochmal grob gehakt. Genau, und dann, wenn der Boden nicht zu hart ist, dann braucht man da gar nichts dran machen. Also manche machen Sand, vermischen die Bodenoberfläche ein bisschen mit Sand. Das ist nicht unbedingt nötig, wenn das ganz normaler Boden ist, so wie hier jetzt. Das macht man eigentlich nur, wenn das fester Lehmboden ist, damit das ein bisschen gelockert wird und es keine Staunässe gibt, wenn man jetzt zum Beispiel Rollrasen nimmt. Man kann auch natürlich, die Vorgehensweise ist die gleiche, wenn man Rasen säen möchte. Das dauert halt ein bisschen. Da darf man auch nicht vergessen, ständig oder eben mal öfter zu gießen. Erkläre ich aber auch noch in den nächsten Videos. Man kann das sogar kombinieren. Also wenn man irgendwo Rollrasen umsonst herbekommt, so wie ich jetzt, dann kann man auch super gut, wenn das nicht reicht, das Ganze kombinieren, indem man einen Teil Rollrasen nimmt, den anderen Teil sät, ist alles überhaupt kein Problem. Und ihr seht ja, das sind jetzt hier 25 Quadratmeter. Die Fläche ist natürlich, schätze ich mal, so roundabout 75 bis 100 Quadratmeter. Also wird da noch etwas benötigt. Und ich mache es jetzt ganz einfach. Ich werde in dem Bereich, wo man sich eher oder mehr aufhält, den Rollrasen nehmen, weil der eben auch schneller anwächst. Und dann im hinteren Bereich, wo man sich nicht so viel aufhält, da werde ich einfach Rasen säen. Ja, das war es jetzt erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich beantworte die immer sehr gerne. Ihr dürft auch den Button drücken, dann bekommt ihr meine Videos immer oder immer Infos dazu, also abonnieren. Ja, ich habe so viel gearbeitet, ich bin schon voll fertig jetzt. Ich wollte das nur gerade mal schnell nochmal machen, das Video, damit ihr auch Bescheid wisst. Und für die nächsten Tage, wenn es schön warm wird, auch ordentlich was zu tun habt, nicht, dass euch langweilig wird. Ja, also lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und super auch immer, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich immer, wenn jemand einen Kommentar da lässt. Dann sage ich mal, bis bald zum Teil 2 und
Ja, dann ran an die Buletten, ne? Tschüss!